wirklich heimatliebenden Menschen in diesem Land bedeutet Heimat wohl Gesellschaft, Zugehörigkeit und auch Solidarität, in der jeder seinen Platz hat. Heimat ist für uns, wie übrigens schon zu Hofers Zeiten, ein Konglomerat aus Toleranz, Kooperation und Respekt. Wir Tiroler sind grundsätzlich tolerant, außer gegenüber den Intoleranten, die sich selbst zum Maß aller Dinge erheben. Heimat ist, wie der Dokumentarfilmer Thomas Heise auf der Berlinale geschrieben hat, ein Begriff der Zugehörigkeit, die man nicht entkommt. Heimat wird man nicht mehr los. Und genau deshalb ärgert es uns, wenn wir sehen, wie unsere Heimat von Jahr zu Jahr mehr ein Land mit überbordenden Gesetzen wird. Vom viel zitierten und bei jeder Wahl angekündigten Bürokratieabbau ist nichts zu spüren. Schauen wir unsere Betriebe an. Zusätzlich zur elektronischen Rechnung, deren bürokratische Abwicklung, die von vielen vorhergesehen nur lückenhaft funktioniert, wurde 2019 in Italien für alle Betriebe eine neue monatliche Meldepflicht eingeführt, und zwar für alle Geschäftsvorfälle mit ausländischen Kunden. Das ist eine staatliche Vorgabe, sagen uns dann gerne jene Politiker, die im nächsten Atemzug schon wieder von den gefallenen Grenzbalken am Brenner sprechen, während dem x-ten Autofahrer das Auto beschlagnahmt wird, nur weil er ein ausländisches Kennzeichen drauf hat. Ist das Europa? Will man uns das als vereintes Europa verkaufen? Ist das die Europaregion? Ich glaube, es ist nichts anderes als unnötige Schikane, die vor allem damit zu tun hat, dass unsere Heimat eben zu Italien gehört. Europa wächst aktuell nicht zusammen, nein, es driftet auseinander. Die letzten Wochen haben es gezeigt. Lassen wir nicht zu, dass der Egoismus in unserem Land Überhand nimmt, dass es Schuldzuweisungen braucht, um von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken, weil gerade mal nicht sehr viel Schnee den Verkehr am Brenner stillgelegt hat. Was darauf gefolgt ist, hat uns gezeigt, dass die vielbeschworene Europaregion Tirol zwar auf dem Papier existiert, aber in Wirklichkeit weder bei den Verantwortlichen oben noch bei uns unten ganz angekommen ist. Jeder, egal ob in Nord oder Süd, hat einen anderen Schuldigen gefunden. Keiner der Herrschaften hat, und das habe ich noch viel mehr bedauert, berichten können, was hinkünftig sein eigener Beitrag sein wird, um solche Situationen nachhaltig zu verbessern. Heimat entsteht durch solche Politik freilich nicht. Wenn uns wirklich etwas am vereinten Tirol liegt, dann sollten wir einfach mal Herz und Verstand wieder miteinander reden lassen. Und es stimmt vielleicht, wer gibt, kriegt nicht immer zurück. Was aber auch stimmt, wer nicht gibt, kriegt nie etwas zurück. So möge die Gedenkfeier für Andreas Hofer und seine Mitstreiter auch eine Gelegenheit sein, einen Blick in die Geschichte zu werfen, als Tirol noch eins war, als wir nicht von italienischen Politikern, italienischer Verwaltung und italienischen Gewohnheiten, die wir uns angewöhnt haben, abhängig waren. In diesem Sinne wollen wir die Landesgedenkfeier mit dem Wortgottesdienst beginnen, hochwürdiger Herr Landeskurat, ich bitte darum. Formation.